Ich habe heute Stefan Thome hier bei mir in Uelzen zu Gast. Stefan Thome ist, wie ich auch, Rechtsanwalt. Freue ich mich natürlich, einen Kollegen Kommt begrüßen den zu besten dürfen. Familien vor, so war es, ja. Und er ist parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion. Und wir haben heute ein langes, wirklich ausgiebiges Gespräch gehabt mit den Vertretern der hiesigen Bürgerinitiativen für die Eisenbahn. Stefan, wie hast du das empfunden? Wie dann sind die Leute auf dich zugekommen? Wie siehst du die Notwendigkeit, jetzt tätig zu werden? Mich hat zunächst mal beeindruckt, mit welcher Sachlichkeit und Argumentationsnähe man versucht hat, sich des Themas anzunehmen. Solche Themen sind immer sehr emotional. Oft wird mit Schaum vor dem Mund aufeinander losgegangen. Das war hier gar nicht der Fall. Man hat versucht zu erläutern, weshalb man in diesem Fall lieber die Bestandsstrecke optimieren möchte zwischen Hamburg und Hannover, um das Beste für die Region zu erreichen, ohne auf die anderen mit ausgefahrenen Krallen loszugehen. Das empfand ich als sehr wohltuend und deswegen habe ich gut verstanden, welche honorigen Argumente hier ins Feld geführt werden. Nun ist es ja so, dass vor 7, 8 Jahren schon viel darüber diskutiert worden ist, dass alle Beteiligten zusammengekommen sind, die Träger öffentlicher Belange, würde man heute sagen, also auch die Vertreter der Gemeinden, der Kreise, des Landes, ja sogar der Bahn sind dabei gewesen und haben sich auf eine Trassenführung, nämlich auf die bestehende und eine entsprechende Ertüchtigung der Strecke vereinbart. Nun gibt es Stimmen, die sagen, ach, wir könnten doch vielleicht eine Neubaustrecke von Hamburg nach Hannover ziehen. Mhm. Die geht dann an den Städten Lüneburg, Celle und Uelzen vorbei, ist aber wesentlich schneller, um von Hamburg nach Hannover zu kommen. Mhm. Ganz wichtiger Punkt. Ganz häufig beobachtet man, dass sich die Regionen total zerstreiten bei solchen Projekten der Infrastruktur. Die einen sind dafür, die anderen dagegen, die anderen zwar nicht grundsätzlich, wollen es aber ganz anders haben. Hier hat man doch eine ziemlich große, fast schon einhellige Einigkeit, fast alle Beteiligten. Und wenn das der Fall ist, dann sollte man auf Seiten der Regierung, der Bahn AG nicht völlig vorbei an den Wünschen und Bedürfnissen der Menschen planen, sondern sollte einbeziehen, welche Argumente hier auf dem Tisch liegen. Und hier kommt dazu, dass man ja vor ein paar Jahren, 2015, in diesem Dialogforum in Celle auch schon einen Konsens hergestellt hat, jedenfalls weitestgehend. Und da besteht ein gewisser Vertrauensschutz und den sollte man nicht zerstören. Ja, wir Juristen sprechen ja gerne auch mal so alte lateinische Sprüche und da heißt es eben auch Pacta sunt servanda, Verträge sind einzuhalten. Wie würde man das empfinden, wenn also so ein Konsens mal hergestellt worden ist und plötzlich gibt es was ganz Neues? Ich habe bei dem Gespräch vorher verstanden, dass am Beginn des Dialogprozesses viel Misstrauen, viel Belauern, sich umschleichen dabei war. Und im Lauf dieses Prozesses ist viel Vertrauen entstanden zwischen den Bürgerinitiativen, den Gebietskörperschaften, den Menschen und der Bahn. Wenn man sich jetzt von dem gefundenen Konsens und Kompromiss wieder entfernt, wird das Vertrauen zerstört werden. Und das ist sehr, sehr schade, denn Vertrauen ist die Basis von allem. Deswegen gilt genau wie du sagst, Pacta sunt servanda, Verträge, Vereinbarungen sollte man halten. Ansonsten gibt es kein Vertrauen mehr und damit ist jede Dialogbereitschaft auch zerstört. Nun wird es ja erst zum Jahresende eine Planung der Bahn geben, die sie dann auch dem Verkehrsministerium vorstellt. Das Verkehrsministerium wägt dann ab und stellt es letzten Endes dann auch dem Bundestag zur Abstimmung vor. Der Souverän, das Volk, wird ja nun repräsentiert durch den Bundestag und nicht durch die Bahn und auch nicht durch das Ministerium. Wie kann dann so ein Prozess zugunsten derer entschieden werden, die sich jetzt so dafür einsetzen? Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, den Dialog mit der Bahn, aber auch mit der Bundesregierung, dem Bahnbeauftragten, fortzusetzen und nicht müde zu werden, nicht nachzulassen, die eigenen Interessen mit guten Argumenten zu untermauern. Wir Anwälte wissen, die meisten Probleme sind in Wirklichkeit Kommunikationsprobleme. Wenn man da jetzt die Kommunikation abreißen lässt, der Dialog abbricht, dann wird man sich schwer tun, die eigenen Interessen, Standpunkte und Argumente, die Zahlen, Daten und Fakten in den Prozess einfließen zu lassen, weiter kommunizieren, den Kontakt mit der Bundesregierung suchen, aber auch mit der Bahn, um deutlich zu machen, wir vertrauen schon darauf, dass das einmal Vereinbarte auch weiterhin gilt. Ich habe ja schon mit dem Bahnbeauftragten, dem parlamentarischen Staatssekretär Michael Theurer, gesprochen und er hat uns ja auch
viel Hoffnung gemacht darauf, dass er auf keinen Fall Entscheidungen an uns vorbeigehen lässt, sondern uns immer mit einbezieht. Wird das aus deiner Erfahrung dann auch so für den Bundestag gelten oder werden dann solche Entscheidungen im stillen Kämmerchen getroffen? Nein, das versucht man transparent und offen zu machen. Zunächst mal gut, wenn du mit dem Bahnbeauftragten Michael Theurer schon gesprochen hast. Ich kenne ihn als jemand, der sich mit ungeheuer viel Fleiß, Gründlichkeit in die Themen einarbeitet. Ich kenne ihn als jemanden, der auch herumreist, der nicht alle Dinge von Berlin, vom Schreibtisch aus entscheidet, sondern wirklich hinfährt, bei den Leuten ist, mit den Leuten spricht, sich auch beide Seiten anhört. Es gibt immer verschiedene Betrachtungswinkel für ein Thema. Aber genau deswegen ist es ja auch der Grund, weshalb du mich hierher eingeladen hast, um mir mal hier vor Ort ein Bild zu machen, mit Beteiligten zu sprechen, mir die Argumente anzuhören. Ich fand es als ungeheuer bereichernd und profitabel, diesen Abwägungsprozess mal erläutert zu bekommen. Das versetzt mich in die Lage, zu wissen, wovon die Rede ist. Und das ist wichtig. Ja? Die Kommunikation ist das A und O. Und wir wollen das ja auch wissen. Wie denken die Menschen vor Ort, auch die Bahn wird einbezogen in diesen Prozess, aber man kann heutzutage solche Dinge nicht einfach vorbei an den Menschen entscheiden. Und deswegen bin ich froh, dass ich heute hier aufgeschlaut worden bin. Ja, herzlichen Dank, lieber Stefan Thome. Für uns ist eben wichtig, dass Entscheidungen mit den Bürgern vor Ort getroffen werden, dass für uns auch die Strecke Hamburg-Hannover-Bremen-Berlin Bestand hat, dass wir auch eine infrastrukturelle Anbindung nicht nur im Regionalbereich, sondern auch im Fernverkehr haben. Das ist das Einzige, was wir ja als autobahnfreier Bereich zurzeit wirklich an überregionaler Anbindung haben. Und das ist so wichtig für uns zu behalten. Wir wollen natürlich auch nicht, dass unsere Lebensräume hier zerschnitten werden. Irgendwann kommt vielleicht doch nochmal die A39, dann gibt es einen Korridor von Nord nach Süd. Und wenn wir dann noch einen zweiten Korridor von Nord nach Süd für eine Neubautrasse hätten, das ist, glaube ich, wirklich schwer vermittelbar. Ich finde es großartig, dass du gekommen bist. Ganz herzlichen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast, auch wirklich intensiv nachzufragen. Das gab nicht nur mir, sondern eben auch den Vertretern der Bürgerinitiativen, die ich auch alle über Jahre, ja Jahrzehnte schon kenne und die ich natürlich auch auf keinen Fall enttäuschen möchte. Ein großes Gefühl, auch wertgeschätzt zu werden, ernst genommen zu werden und mit ihren Herausforderungen, die sie mitbringen, eben auch gehört zu werden. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne und auch ich bedanke mich für die Einladung. Dankeschön.